Manche mussten sogar weinen, ich selber auch, vor Freude, weil das war so ein schöner Moment, den werde ich nie vergessen. Und daher freue ich mich nun, den Hauptpreisträger des Deutschen Schulpreises 2020 zu verkünden. Es ist die Ottfried-Preußler-Schule in Hannover. Jedem von dem Preis und Hut ab, das habt ihr gut gemacht. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Die Arbeit geht jetzt erst richtig los. Wir freuen uns, dass wir Sie begrüßen dürfen in unserem Netzwerk der Preisträger, weil mit diesem Preis einfach auch der Auftrag verbunden ist, dieses Thema gute Schule weiterzutragen. Man hat ja gesehen, wie hart diese Konkurrenz war. Und dann am Ende oben zu stehen, beste Schule Deutschlands zu werden, diesen Preis zu gewinnen, herzlichen Glückwunsch im Namen der Landeshauptstadt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Für uns war der Moment des Dabeiseins das Wichtige. Und das war, als wir das Ottfried Preußler gehört haben, das war schon sehr unglaublich. Und der Moment war ganz schön laut. Und dann alle losgeschrien. Auch die Erwachsenen haben alle losgeschrien. Besonders stark ist hier die individuelle Förderung im Unterricht mit einer ganz klaren Inklusionsvorstellung. Man hat hier das Gefühl, das funktioniert ganz reibungslos, ganz selbstverständlich im Alltag. Also wirklich beeindruckend. Jeder kommt gern zur Schule, bringt sich wahnsinnig ein, arbeitet sehr viel und kann sich hier persönlich weiterentwickeln. Ich glaube, das entscheidende Quäntchen, was dazu beigetragen hat, ist, dass die Haltung einfach aller in dieser Schulgemeinschaft so grandios ist und wir nicht mit einigen Kindern mit unterschiedlichen Handicaps oder Behinderungen umgehen und sagen, sie sind ein Plus, sondern wir schauen die gesamte Schülerschaft als inklusiv an. Und so versteht sich unser Inklusionsverständnis. Wir schauen einfach, dass wir die Potenziale, die jemand mitbringt, auch heben können.